Hallo, ich bin's Marco von reisenachatlantis.de und in den letzten Videos habe ich ein bisschen über Empathie gesprochen und heute möchte ich auch ein bisschen darüber sprechen, wie selbst Empathie einem helfen kann, besonders wenn man sich gerade nicht so gut fühlt. Ja? Wenn man sich gerade traurig fühlt oder man hat wenig Energie oder man ist irgendwie frustriert, dann kann diese Selbstempathie sehr viel helfen, dem auf den Grund zu kommen. Denn ich bin generell jemand, der oft viel Energie hat, der total bei der Sache ist und der sehr begeisterungsfähig ist. Und deswegen bin ich auch oft immer so voller Energie. Aber das ist natürlich nicht immer so. Ja? Es gibt auch Tage, und heute ist das ein bisschen der Fall, es gibt auch Tage, da fühle ich mich einfach nur... Und ich denke, das geht jedem so, dass wir alle mal uns energielos fühlen und für solche Tage, muss ich mir besonders bewusst sein, was ich so fühle und was mein Körper mir so viele Signale gibt. Denn ich denke, es sind wichtige Signale und ich denke, man sollte das nicht einfach ignorieren, wenn man sich jetzt energielos fühlt oder traurig oder was auch immer, sondern im Gegenteil. Ich denke, man sollte direkt sich total darauf konzentrieren, auf dieses Gefühl, sozusagen ein großes Licht darauf scheinen. Und dann wird man sehr schnell mitbekommen, dass es einen Grund hat, warum man sich so fühlt. Ja, man fängt an, sich Gedanken zu machen, okay, woran mag das vielleicht gelegen haben, was sind so die Gedanken, die mir in den Kopf kamen, und vielleicht will man etwas tun, und dann kommt die Energielosigkeit, sodass man sich selber stoppt, diese Sache zu tun, und dann ist die Frage, ist es jetzt, weil ich vielleicht nicht mir das zutraue und das irgendwie nicht mein Weltbild passt, dass ich irgendwie diese Sache schnell erledige und dann bin ich damit fertig und dann habe ich etwas erreicht. Ist vielleicht mein Selbstbewusstsein gerade nicht so hoch und deswegen würde es gar nicht passen in mein Weltbild, dass ich jetzt etwas Großes leiste oder halt, was heißt groß, aber halt diese Sache, die ich mir vorgenommen habe. Und oft, gerade auch bei Prokrastination, denke ich, liegt es daran, dass es das Gefühl in uns entsteht, dass nicht wir die Entscheidung getroffen haben, diese eine bestimmte Sache, die wir machen wollen, zu machen, sondern dass es irgendwie von außen kam. Und ich denke, es ist nur natürlich, dass wir uns dann dagegen wehren und dann eine Resistenz haben, dagegen Dinge zu tun, die andere uns gesagt haben, die nicht aus freien Willen kommen. Das ist sozusagen die Rache des Sklaven. Ja? Wenn du jetzt an einen Sklaven denkst, kann sich nicht wehren, der wird gezwungen, bestimmte Aufgaben zu erledigen. Und das Einzige, was er machen kann, ist, diese Aufgaben schlecht zu erledigen. Das ist, denke ich, eine der Ursachen von Prokrastination, dass wir uns wie ein Sklave fühlen. Weil wir Dinge für andere erledigen sollen und wir das aber nicht wollen. Und das Heilmittel für eben so eine Energielosigkeit oder Prokrastination oder auch Traurigkeit, ist meiner Meinung nach wirklich diese Selbstempathie zu haben, wirklich zu horchen, welche Gedanken gehen mir gerade durch den Kopf, unbewusst oder auch teilweise bewusst, und welches Gefühl entsteht da und was ist die Interpretation, was gerade passiert. Und oft kann einfach nur helfen, dass ich das wirklich rational zu überlegen und wirklich anzufangen, die Wahrheit zu erkennen. Ja? Wie sieht das wirklich aus in der Realität? Zum Beispiel habe ich mir
vorgenommen, jeden Tag ein Video für euch zu machen. Und heute war ich so nicht, also hatte ich erst mal, bevor ich dieses Video jetzt aufgenommen habe, war ich erstmal sehr lustlos und denke so, dieses Video aufnehmen. Und je mehr ich mir das überlegt habe, desto mehr kam ich darauf, dass es wirklich sich so angefühlt hat, als würde jemand anders mir aufgetragen. Also ich habe mir selbst dieses Ziel gesetzt, jeden Tag ein Video zu machen. Aber aus irgendeinem Grund schien es mir, dass es von außen kam. Ja, weil ich in meiner Vergangenheit viele Dinge erledigen musste. Da wurde gesagt, nee, Marco, du musst das tun. Und wenn du das nicht tust, dann bestrafen wir dich. Oder dann gibt's, zum Beispiel in der Schule gibt's jetzt eine schlechte Note. Oder dann schimpfen wir mit dir oder was auch immer. Und das kommt eben auch manchmal hoch, auch bei Dingen, die ich mir selber vorgenommen habe, die Zielen, die ich mir selber gesetzt habe, dass es manchmal hochkommt und sich so anfühlt, als würde es von außen kommen. Und in solchen Fällen hilft es mir dann bewusst zu machen, dass ich selbst das war. Und dann kann ich sozusagen weiterarbeiten, dann kann ich weiter produktiv sein und weiter auch das Leben genießen. Und ich denke, das ist einfach fantastisch. Und deswegen wollte ich euch davon erzählen und wollte euch sagen, wenn ihr diese Probleme habt, Energielosigkeit, Prokrastination, Traurigkeit, was auch immer, spürt wirklich ganz doll in euch rein. Spürt in euch rein, was sind das für Gefühle, die hochkommen und was erzähle ich mir hier selbst. Ich hoffe, das war hilfreich für euch. Wir sprechen uns morgen. Tschüss.